Ein herzliches Willkommen zur Jahreslegung 2019 mit Ella. Schön, dass du da bist und schön, dass ich dir was erzählen darf über das kommende Jahr, was auch sehr interessant ist und viele Planetenkonstellationen in sich birgt. Und ich werde einfach mal so ein zusammenfassendes Bild geben, wie das Ganze verläuft. Die wichtigsten Faktoren sind ja einmal der Jupiter, der am 8. November in den Schützen getreten ist und dort verbleiben wird bis zum 2. Dezember 2019. Hinzu kommt natürlich Saturn, der sich noch im Steinbock befindet und das auch noch das ganze nächste Jahr. Jupiter ist der Glücksplanet, ist der Planet der Kunst und Religion, Kommunikation fördert, nennt sich auch das große Glück. Positiv, Optimismus und so weiter. Wobei man immer dabei beachten muss, dass bei Jupiter alles, was übertrieben wird, auch wieder ins Negative sinken kann, leider. Also immer schön auf dem Teppich bleiben, immer schön die Dinge natürlich wertschätzen, auch die Menschen wertschätzen und dann andersherum aber nicht übertreiben und die Bodenhaftung verlieren, das wäre verkehrt. Dazu kommt ja natürlich Saturn, der natürlich für die einzelnen Sternzeichen wieder in dem ein oder anderen Bereich einwirkt. Das werden wir dann in den einzelnen Legungen sehen. Und der natürlich immer mal so Bröckchen hinschmeißt, die dann auch zu Stolperfallen mutieren könnten. Also bitte aufpassen. Saturn ist derjenige, der sagt, du musst Geduld haben, du musst durchhalten, auch wenn es widrig wird, wenn es schwierig wird. Mach langsam, schau dir die Dinge an, die du erreichen willst und kämpfe darum, auch wenn es noch so aussichtslos aussieht. Dann haben wir natürlich den Planeten, um den es im Jahr 2019 ganz besonders geht. Das ist der Merkur. Ja? Das ist so die Grundstimmung des ganzen Jahres 2019. Merkur wird auch mal als Geistplanet bezeichnet, weil er eben den Verstand anspricht, den Verstand des Menschen und von gewissen Situationen. Das heißt, man äußert sich nicht so direkt und impulsiv, sondern es wird nach klaren Worten gesucht. Und natürlich kann man davon ausgehen, dass eben impulsive Äußerungen andere verletzen können. Und Merkur wirkt dagegen. Also man ist sich schon bewusst dessen, was man sagt und wie man es sagt. Und damit wird mehr positive Kommunikation gefördert. Es fällt auch wesentlich leichter, in der Beziehung, in Freundschaften, in der Familie miteinander zu kommunizieren. Man sucht und findet auch die richtige Ausdrucksweise. Man kann seinen Standpunkt übermitteln. Und auch das, was man sich von einem anderen wünscht oder was der andere sich wünscht, man kommt sich insofern näher. Damit gibt es für das ganze Jahr wirklich gute Kommunikation und man kann sich besser kennenlernen. Allerdings auch, ich sag mal, wenn man jetzt zu poetisch wird in Sachen Liebe und dann auch vielleicht zu verblümt das alles ausdrückt, das wird dieses Jahr nicht gut ankommen, ja? Alles, was gut durchdacht ist und was, ich sag mal, mehr oder weniger sachlich rübergebracht wird, verständlich gemacht wird, ja, auch in Sachen Beziehung, das ist hier befürwortet. Und das ist so die Grundtendenz des Jahres 2019. Ich werde gleich für jedes einzelne Sternzeichen die Aussagen beziehen, auch auf die Planeten, das Wichtigste, weil es wird eine ausführliche Legung, es kann etwas länger dauern, also nimm dir Zeit dafür. Und das Ganze, ja, kannst du dir immer wieder anschauen im Laufe des Jahres, nach den bestimmten Daten schauen, nach den bestimmten Monaten schauen. Es folgen natürlich wieder die üblichen Legungen und dann kannst du das immer wieder Revue passieren lassen. Und du kannst dich erinnern an die Dinge, die du beachten musst für dein persönliches Sternzeichen. Ja, das ist so das Vorwort. Ich möchte mich auch gar nicht allzu lange aufhalten. Es wird ausführlich eine Legung geben und du nimmst dir wieder das raus, was für dich dann sinnvoll ist, was für dich passt, was dir weiterhilft. Das ist es, worum es in diesen Legungen geht. Du musst jetzt nicht eins zu eins das übernehmen, was dir hier gezeigt wird.
nur wenn es für dich passend ist, wenn es dich unterstützt. Und die Auswahl triffst du selbstverständlich auch höchstpersönlich selbst. Ja? Also, was du damit anfängst, ist deine ganz persönliche Entscheidung. Aber wenn es dir hilft in irgendeiner Form, dann hat es seine, ich sag mal, Daseinsberechtigung erfüllt. Aber wie gesagt, man sollte sich niemals nur nach Karten richten, nur nach Orakeln richten, weil man selbst den freien Willen hat. Und mit dem freien Willen kann man Dinge abwenden, man kann Dinge befürworten, man kann etwas unterstützen. Und das sind halt einfach hier nur die Hinweise darauf, wo das vielleicht zeitlich, astrologisch gesehen oder auch von den Karten aus positiv zu sehen ist oder wie du das am besten oder wann du das am besten umsetzen kannst. Es ist aber immer nur allgemein und kann für den einen oder anderen ein bisschen früher, ein bisschen später erfolgen. Also lass dich nicht beirren. Schau dir an, was wie gesagt für dich passt. Es kann auch sein, dass das erst später wirklich zum Tragen kommt, dass das jetzt vielleicht noch unverständlich ist. Aber wenn du das mal geschaut hast, erinnerst du dich dran und dann kannst du es dir immer wieder anschauen. Ich bedanke mich. Ich freue mich auf eure Legungen und wir schauen jetzt deine ganz persönlich an. Bis gleich. Hallo lieber Fisch, wir sind bei deiner Jahresvorschau für das Jahr 2019. Ja, das sieht sehr gut aus. Wir haben Jupiter, wir haben Saturn und wir gucken natürlich, wie das für dich sich auswirkt im Jahr 2019. Merkur ist der Herrscherplanet des Jahres und wir gucken mal. Du hast zwei Seiten und ja, das sind manchmal auch große Unterschiede. Mit der einen Seite, dann möchtest du das Leben genießen, alles ausschöpfen, Karriere machen und möglichst viel Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite möchtest du dich zurückziehen. Das ist so diese esoterische Seite, dass du so in dich hineinschlüpfen möchtest. Du hast aber in diesem Jahr die Möglichkeit, das beides wunderbar zu verbinden. Du hast viele gute Ideen im Jahr 2019. Du bist aber auch gleichzeitig ein bisschen, wie soll ich sagen, unmotiviert, das umzusetzen. Du möchtest alles beibehalten, wie es ist. Deshalb können deine schönen Träume und deine Pläne möglicherweise nicht stattfinden, wenn du dich nicht aufraffst. Du musst die Initiative ergreifen. Ab März bringt Uranus Neuerungen mit sich. Und denen musst du dich als Fisch stellen. Wenn der Impuls von dir nicht kommt, dann kommt er von außen. Da werden einige, ich sag mal im Job oder privat auch, darauf drängen, dass du deine Pläne sozusagen oder deine Vorhaben in die Tat umsetzt. Es gibt Abwechslung auch im Liebesleben. Der Planet steht im Stier. Das passt sehr gut für dich. Dann sind diese Veränderungen sehr leicht möglich. Du solltest dich aber vor zu voreiligen Handlungen hüten. Du bist vielleicht durch Neptun ein wenig zu gutgläubig. Vielleicht lässt du deinen langjährigen Partner, deine Partnerin für einen kleinen Flirt einfach stehen. Wer daran festhält von deinen Partnern, Krebse, Löwe oder Steinböcke, die möchten dich aber festhalten und werden dich nicht so einfach fallen lassen. Zwilling und Wassermann lassen sich das nicht gefallen. Und können auch, wie gesagt, ein Flirt sein, ja, die dich einfach dann stehen lassen. Du sehnst dich nach einer festen Partnerschaft. Vielleicht möchtest du dich sogar binden. Aber du hast auch den Gedanken, es geht auch alleine. Es ist ja auch schön, frei zu sein, tun und lassen zu können, was man möchte.
Deine Seele braucht Frieden und diesen Frieden findet sie 2019. Wenn du in einer Partnerschaft bist, wirst du eigentlich nicht daran denken, allein zu sein. Und du hast großartige körperliche Erfahrungen in dem Bereich. Also, es tut sich einiges. Es wird sehr spannend, es wird sehr aufregend, so wie es aussieht. Wenn du Single bist, möchtest du das gerne verändern und halt dein Gegenüber finden. Es sieht so aus, als ob es 2019 einfach wird für dich. Du hast Möglichkeiten, du hast Chancen. Auch als Single natürlich. Was die Finanzen angeht, hast du vielleicht zu viel für unnützes Zeug ausgegeben. Es ist aber notwendig, dass du im Jahr 2019 auf deine Finanzen achtest und auch nicht direkt dein sauer verdientes Geld wieder ausgibst. Beruf und Karriere hast du auf die Nase vorn. Du hast so eine Intuition, du hast die Empathie, dich auf andere einzustellen und dich natürlich auch gut in Anführungsstrichen zu verkaufen, also dass du gut rüberkommst. Du wirst richtig gut in deinem Job, solange das, was du umsetzen möchtest, auch tatsächlich der Realität entspricht und du dich auch nicht davon abbringen lässt und auch das durchführst natürlich. Du wirst viel Geld verdienen und mit der Karriere glücklich sein. Wenn du mit dem, was du bisher hattest, nicht zufrieden bist, wirst du dich umorientieren. Ganz einfach. Du kannst Wünsche äußern. Kannst die auch, wie gesagt, umsetzen. Musst halt die Geduld und Spucke mitbringen. Du kannst missgünstige Neider und Konkurrenten aus dem Weg schaffen, ohne dass du dich dafür anstrengen musst. Du bist jetzt dran, die Ehre einzustecken, wenn du dich darum gekümmert hast vorab. Es ist nicht eintönig mit dir. Du bist mutiger. Du springst auch mal ins kalte Wasser. Versuchst dich, bist ein bisschen risikofreudiger. Warst noch nie so nah dran, deine Wünsche, auch wenn sie sich wie ein Märchen anhören, tatsächlich in die Tat umzusetzen. Du brauchst dich noch nicht mal großartig dafür anzustrengen. Ja, du kannst deine Wünsche Wirklichkeit werden lassen. Du genießt das Leben 2019. Im Sommer geht's richtig gut ab. Du kannst das richtig genießen. Du tust, was dir gefällt. Du fährst gerne zum Strand. Also du gehst auch gerne schwimmen natürlich. Und der Widder geht dir auf die Nerven. Du kannst ihn nicht lange um dich haben. Der Stier ist ein sehr guter Freund. Könnte auch ein Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin sein. Zwillinge sind ausschließlich gute Kumpel. Beim Krebs könntest du kleben bleiben. Das ist deine Nummer 1. Mit dem Löwen könnte es zu Auseinandersetzung kommen, was in einem Desaster enden würde. Also versuche es gar nicht erst zu forcieren. Du verstehst dich gut mit der Jungfrau. Waage ist dir zu undurchsichtig und auch zu anstrengend. Der Skorpion ist geheimnisvoll. Bei dem Schützen kannst du deine Sorgen vergessen. Ja, der Steinbock reizt dich auch. Du kannst viel Spaß haben mit dem Wassermann, also im Sinne von Lachen und Freude und so weiter. Und ein anderer Fisch würde auch sehr gut passen für dich 2019. Also eigentlich so alles so weit im grünen Bereich. Gucken wir, ob wir noch was Interessantes für dich haben. Du bist der sinnliche Genießer 2019 und flirtest, was das Zeug hält. Also da, wenn du Single bist, da hast du die besten Möglichkeiten 2019. Ab März kannst du viel leichter aktiv auf andere zugehen.
Da wechselt auch der Uranus in den Stier und da kommen noch mehr prickelnde und überraschende Flirts. Dann kommt Ende März Venus in dein Zeichen und dann bist du hin und weg. Du kannst deine Gefühle dann in den kommenden Monaten vertiefen. Falls du dann immer noch Single sein solltest, dann hast du die positivste Ergänzung im Hochsommer, Venus und Mars. Da kann etwas Großes entstehen, wenn du nicht schon dann liiert bist. Du malst dir das alles immer sehr schön aus in deinem Kopf und in der Realität ist es oft sehr schwierig. Ab März wirst du angestachelt, das, was in deinem Kopf stattfindet, in die Realität zu holen. April bist du noch der sanfte oder die sanfte Verführer, Verführerin. Und die letzten Hemmungen verlierst du dann im Herbst. Dann möchtest du wirklich deine Leidenschaft ausleben. Das klingt doch fantastisch. Ja, dann schauen wir uns gleich noch an, was deine Karten sagen, lieber Fisch. Und dann denk dran, es ist eine allgemeine Legung. Du ziehst dir das raus, was für dich in deiner Situation passt, womit du arbeiten kannst, was dir weiterhilft. Es kann natürlich auch sein, weil es ist ja eine Vorschau fürs ganze Jahr, dass sich die Dinge erst im Laufe des Jahres ergeben. Deswegen schau es dir ruhig noch ein paar Mal an. Dann kann es sein, dass, ich sag mal, 3 Monate später die Aussagen ganz andere Bedeutung haben als für dich jetzt. Also vergiss nicht, immer mal wieder reinschauen und dann kannst du sehen, welche Monate, wir gehen ja auch bei der Legung nach den Monaten und dann kannst du immer wieder mal reinschauen. Dann schauen wir mal in die Karten. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, lieber Fisch. Wir haben jetzt dein Jahresrad für dich. Das sind die 12 Häuser in deinem Sternzeichen, wie sie sich 2019 präsentieren, was du nutzen kannst. Wir schauen mal. Wir beginnen mit dem ersten Haus. Die Karten, die du jetzt da liegen siehst, sind nur Platzhalter, damit man das optisch sehen kann, wo die Karten liegen sollen. Das erste Haus bist du selbst, deine Rolle, dein Selbstverständnis für 2019. Und da haben wir die Welt. Ja, ein Neubeginn. Karma, altes Karma hinter sich lassen. Alte Dinge sind vorbei, passé, Neues beginnt. Sehr, sehr schön. Dann haben wir deine Identifikation mit materiellen Werten. Das ist das Haus 2, also auch Besitztümer. Da haben wir den Mond. Der Mond, das sind einige unbekannte Dinge, die sich vielleicht noch entwickeln werden in 2019. Da gibt es vielleicht Neuerungen, Änderungen. Da gucken wir auch gleich sowieso nochmal mit einem anderen Kartendeck da rein. Das dritte Haus ist Familie, deine Umgebung. Ja, deine Lernfähigkeit auch hier. Königin der Stäbe, Leidenschaft. Also du bist auch jemand, der zielgerichtet arbeitet und mit Leidenschaft an die Dinge herangeht. Das ist doch schön. So, das vierte Haus sind deine Wurzeln, dein Elternhaus, deine Heimat, deine Herkunft. Also Einflüsse. Da haben wir die 9 der Kelche. Also es geht dir wirklich gut. Der Einfluss von da ist auch positiv. Wahrscheinlich versucht deine Familie dir sämtliche Wünsche zu erfüllen und für dich da zu sein. Das ist eine sehr schöne Karte. Dann haben wir das 5. Haus. Deine Spuren, deine Kreativität. Das Gericht. Da geht es darum, etwas zu entscheiden. Da gucken wir gleich nochmal nach. Also du bist dir noch nicht sicher, wohin die Reise gehen soll. Im 5. Haus, deine Spuren, deine Kreativität, da bist du noch nicht ganz, ja, sagen wir mal, hast du dich noch nicht entschieden. Dann haben wir deine Belastbarkeit, Arbeit, Gesundheit, Existenz, was auch immer. Herrscher, du hast alles im Griff, in Sicherheit, was Arbeit betrifft, Gesundheit, Existenz. Ja, wunderbar, du hast alles im Griff. Mehr kann man dazu nicht sagen, das ist super. Dann deine Partnerschaft, dein Gegenüber, Beziehungen allgemein, Stärke. Du hast starke Beziehungen, das kann dir dann auch sehr, sehr nützlich sein, wenn es manchmal vielleicht auch nicht immer klappt so. Es ist ja immer ein Auf und Ab, das ist aber ganz normal. So, das war das 7. Haus. Das 8. Haus sind deine Grenzen. Opfer für andere, 6 der Kelche, das ist Nostalgie. Und
Ja, ich glaube, dass du, wenn du an die Vergangenheit denkst, sehr, ja, nostalgisch wirst, beziehungsweise auch ein bisschen wehmütig. Kann das sein? Also, da gibt es einiges, woran du denkst im Jahr 2019. Oder du triffst halt jemanden wieder dann 2019. Das Haus 9. Das ist deine Spiritualität, Religion, dein Horizont. Das Rad des Schicksals. Wow. Du hast damit alle Möglichkeiten. Das ist ja auch Glück. Wir haben ja Jupiter im Schützen bis zum 2. Dezember 2019. Und das ist auch vielversprechend für alle anderen Sternzeichen, weil er in seinem, ja, Heimatstern sozusagen Platz genommen hat. Und damit, ja, fühlt er sich richtig wohl und beschenkt dann auch die anderen. Ist doch schön. Das Haus 10 ist deine Zielrichtung, deine Stellung in der Gesellschaft. Ass der Schwerter. Damit haben wir Klarheit, damit haben wir einen Neubeginn. Es kann auch sein, dass du Dinge, die dir nichts mehr nützen, die dir nichts mehr bringen, abschneidest. Das ist also auch zum Beispiel beruflich. Oder ja, wenn du mit jemandem nicht mehr auskommst, zum Beispiel. Oder wenn du sagst, ich mache jetzt, fange jetzt eine neue Tätigkeit an, zum Beispiel, ganz neu. Und das ist auf jeden Fall ein erfolgreicher Neubeginn. Dann haben wir deine humanitäre Identität, also deinen Anschluss an Gruppen. Da bist du ein bisschen unentschlossen. Die 2 der Schwerter bedeutet auch immer, man möchte eine Entscheidung nicht treffen. Man muss zwar entscheiden, aber möchte nicht. Also du bist in der sozialen Einstellung nicht so offen, wie das schön wäre, aber hat vielleicht auch seine Gründe. Deine Selbstbefreiung, deine Hingabe, der Weg nach innen, da haben wir das Ass der Münzen. Für dich ist Stabilität und Sicherheit äußerst wichtig. Und natürlich finanzielle Unabhängigkeit, ganz klar. Das sehe ich auch so. Okay, gehen wir das Ganze nochmal durch. Deine Rolle, dein Selbstverständnis ist die Welt, Neubeginn. Aber da musst du aufpassen, dass dir nicht jemand die Butter vom Brot nimmt. Also, aufpassen. Und jeder, der versucht, mit etwas davon zu kommen, wird auf jeden Fall erwischt, also auch wenn du das sein solltest. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand dir dein Neuanfang vielleicht ein bisschen neidet und deswegen solltest du aufpassen. Es sind nicht immer die Leute, von denen wir das denken, sondern eben ganz andere. Dann haben wir die Unbekannte im Selbstwert. Vielleicht hat das ja damit zu tun. Da haben wir wieder die Welt, ja. Ich glaube, dass dir das eben noch nicht bekannt ist, dass da jemand neidisch reinschaut und da musst du eben mit rechnen, wenn es dir so gut geht. Das dritte Haus, deine Umgebung, Familie, Alltag, Kommunikation, Lernfähigkeit, Zusammenarbeit. Du hast auf jeden Fall Leute, ne? Du bist selber der zielgerichtete Mensch und du hast Leute, mit denen du das gemeinsam aufbauen kannst, also auch im Team dann. Deine Wurzeln, dein Elternhaus, deine Heimat. Da hatten wir die 9 der Kelche und wir haben den König der Kelche. Da ist dein Element Wasser und da ist auch viel Gefühl. Also du gibst das auch zurück und das ist wunderschön. Finde ich toll. Jetzt bin ich gespannt. Deine Belastbarkeit, deine Arbeit, deine Gesundheit. Da haben wir das Gericht und da haben wir den Buben der Schwerter. Da geht es um eine Nachricht. Ich denke mal, dass es auch darum geht, weil du ja einen Neuanfang startest, dass du da vielleicht eine Nachricht bekommst und die Möglichkeit bekommst. Und du musst halt urteilen, mache ich das oder mache ich das nicht. Ja? Traue ich mir das zu oder traue ich mir das nicht zu? Weil es geht ja um Belastbarkeit, um Arbeit, Gesundheit, ja, Pflicht, solche Dinge. Und da musst du halt eine Entscheidung treffen. Aber letztendlich Partnerschaft, nehmen wir jetzt 2, 4, 5, das war Haus 5, das sind deine Spuren, deine Kreativität. Da hast du auf jeden Fall einen Schritt gewagt. Du sprichst darüber, du triffst die Entscheidung dafür, du wirst das kommunizieren. Wir haben da auch das Ass der Schwerter. Und die Belastbarkeit kommt jetzt und da haben wir ja den Herrscher. Und da haben wir auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also du hast ein Überangebot. Und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb du da so ein bisschen unentschlossen bist, weil du hast so viele Möglichkeiten, dass du nicht mehr weißt, wofür du dich entscheiden sollst.
lieber Fisch. So, das war jetzt die Belastbarkeit und da haben wir, wie gesagt, ungeahnte Möglichkeiten, aber du hast alles im Griff. So, kommen wir jetzt zu deinem Gegenüber. Partnerschaft, starke Partnerschaft. Aber manchmal auch ein bisschen Einsamkeit. Aber die 5 der Münzen ist ja immer so Mobbingkarte oder sich zurückziehen. Ich denke, dass es in einer gesunden Partnerschaft möglich sein muss, dass sich der eine oder der andere auch mal in sein stilles Kämmerlein zurückziehen kann und für sich sein kann. Das ist vollkommen in Ordnung. Das kann dir halt passieren oder dass du halt, wenn du Single bist, die Stärke hast, auch damit klarzukommen. Ja? Also es ist ja auch nicht für jeden immer so einfach, allein zu sein. Aber wir haben ja hier deine Grenzen, deine Opfer für andere. Und da haben wir die Mäßigkeit. Und das bedeutet ausgewogen. Also Nostalgie hin oder her, Vergangenheit hin oder her. Das ist ausgewogen geben und nehmen. Das ist Haus 8. Du wirst gerne mit Leuten aus der Vergangenheit kommunizieren, wirst sicherlich auch einige treffen, aber das wird halt nicht deine Hauptaufgabe sein oder das wird jetzt nicht unbedingt permanent betrieben. Das ist ausgewogen und das ist auch gut so. Dann haben wir deine Spiritualität, da haben wir das Rad des Schicksals, dein Horizont, deine Weltanschauung. Ja, da kann es auch sein, dass du große Reisen machst. Und da haben wir den Eremiten, der in sich geht und die Schätze in sich selber sucht. Könnte sein, dass du in 2019 irgendetwas entdeckst in dir, was ein ausgesprochen gutes Talent ist und was du danach nach vorn bringst oder was du nach außen bringst. Erst musst du es für dich, ich sag mal, entdecken. Und dann kannst du mit dem Rat des Schicksals das nach außen holen. Schön. Dann haben wir deine Berufung, deine Zielrichtung, ist das Ass der Schwerter und die Transformation. Das ist nichts Schlimmes. Das bedeutet einfach, der Tod ist die Veränderung, ja, von einer Lebensform, Daseinsform in die andere, denn die Energie ist immer da. Und das ist wahrscheinlich das, wo du sagst, ich probiere es jetzt einfach mal, wenn nicht jetzt, wann dann? Klingt interessant für 2019. So, dann haben wir deine humanitäre Identität, da haben wir die 2 der Schwerter, Unentschlossenheit. Da geht es auch um Gruppen und Freunde. Das ist für dich eine Bürde. Möglicherweise sind auch andere Leute manchmal für dich eine Bürde. Vielleicht wird es dir einfach zu viel. Ja? Wir haben hier auch welche wahrscheinlich aus der Vergangenheit, die dir am Rockzipfel hängen und die irgendwas von dir wollen vielleicht. Dann musst du diese Bürde einfach loslassen. Musst du sagen, ich habe jetzt keine Zeit, ich möchte das nicht. Ne? Klingt einfacher als es ist, ich weiß. Deine Selbstbefreiung, deine Hingabe. Da haben wir das Ass der Münzen. Und wir haben den Gehängten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Weil der Gehängte macht dich ja darauf aufmerksam, nichts zu überstürzen, langsam zu machen, zu überlegen, dich auch in die andere Person hineinzuversetzen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte das nicht mehr, dann machst du das so charmant, dass der andere gar nicht Nein sagen kann. Du solltest halt aufpassen, dass dir nicht jemand die Butter vom Brot nimmt. Dann solltest du auf die unbekannten Dinge, vielleicht auch die Personen, von denen du es nicht denkst, die dir das neiden, dass es dir gut geht, solltest du ein Auge drauf haben. Hier hast du großartige Zusammenarbeit, du kannst was entwickeln, deine Familie steht hinter dir, viel Liebe in der Familie. Dann haben wir hier das Gericht, du entscheidest dich für etwas, ne, du machst etwas Neues, fängst etwas Neues an. Du hast alles im Griff, hast so viele Angebote, das verwirrt dich ein bisschen. Und hier haben wir in der Partnerschaft sehr viel Kraft, aber auch mal alleine sein wollen. Ist doch okay. Dann haben wir hier die 6 der Kelche, das ist Vergangenheit, Nostalgie und die Mäßigkeit. Und das bedeutet, dass du halt teils gerne mal in der Vergangenheit wühlst und das dann auch mal wieder lässt, also Ausgewogenheit. Dann haben wir hier dein Rad des Schicksals. Du kannst deine Weltanschauung ändern, du kannst dich weiterentwickeln. Und wir haben ja in der Zielrichtung, haben wir ja auch das Ass der Schwerter. Damit schneidest du alte Zöpfe ab, beginnst was Neues und wir haben die Transformation. Das heißt tatsächlich Veränderung. Deine humanitäre Identität mit Gruppen fällt dir dieses Jahr ein bisschen schwerer. Du hast das als Bürde. Du kannst dich irgendwie nicht entscheiden. Es kann auch sein, dass du dich für eine Person nicht entscheiden kannst, die eine oder die andere. Wäre auch eine Möglichkeit, dass das für dich hart ist. Und dann deine Selbstbefreiung, deine Hingabe, die liegt halt hier im Ass der Münzen. Das heißt, du möchtest
Geld machen, du möchtest sicher sein, aber mit dem Gehängten ist das so ein bisschen stagnierend, aber das sorgt dafür, dass du dir auch ordentlich Gedanken darüber machst, wie du das am besten hinbekommst. Und das ist gar nicht schlecht. Lieber Fisch, wir gucken uns gleich noch die Liebe an und ja, dann sage ich mal, bis gleich. So, liebe Fische, wir sind bei der Liebeslegung. Eine Karte für jeden Monat des Jahres. Wir schauen mal, was wir für dich im Januar haben. Wir haben neue Liebe. Eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Interessant. Dann ziehen wir noch eine Karte dazu. Schauen wir mal, was wir da noch haben. Die Welt. Das ist die Möglichkeit auf einen Neuanfang, lieber Fisch. Der Februar. Wir haben Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Das könnte aber dann eng werden, ne? Gucken wir mal, was wir dabei haben. Der Turm. Ich glaube, wenn du eine neue Liebe im Januar kennenlernst, wirst du die alte aus dem Februar in die Wüste schicken. Der April. Wir haben deinen Seelengefährten herbeirufen. Deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen, euch zusammenzubringen. Okay. Acht der Münzen. Daran arbeiten, eine Seelenverbindung aufzubauen. Vielleicht sogar aus der Liebe vom Januar. Wir haben den April. Im April Verlobung. Dein Liebesleben erreicht eine neue Stufe der Hingabe. Das passt ja sehr gut. Klingt doch vielversprechend, oder? So, wir haben den Ritter der Kelche. Ein romantisches Angebot. Wie gesagt, vielleicht eine Verlobung. Im Mai haben wir Trennung. Eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht. Das kann auch beruflich bedeuten. Das ist nicht gesagt, dass das Streit ist oder so. Es kann auch sein, dass man irgendwo hin muss. Wir haben Königin der Schwerter. Da geht es um Sachlichkeit. Wahrscheinlich um sachliche Dinge. Im Juni haben wir Bleibe aufgeschlossen. Dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Interessant. König der Kelche. Der Juli. Gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Also auch in Beziehungen heißt das natürlich, kämpfe um das, was dir lieb und teuer ist. Und das bedeutet auch Transformation, Veränderung. Ja? Der August. Wir haben Vergeben und Lernen. Indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Also wenn du noch einer alten Flamme nachweinst, ist das natürlich schwierig für eine neue Beziehung. Wir haben die Sechs der Kelche, da ist die Vergangenheit, da ist dieses an die Vergangenheit zurückdenken. Der September. Gib deiner Beziehung eine Chance. Arbeite an deiner Partnerschaft. Das sollte man eigentlich auch immer tun, ja, dass man sich darum bemüht. Sieben der Stäbe, ein klein bisschen Widerstand. Ja? Oktober. Vertrauen. Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben. Geduld braucht man auch in einer Beziehung. Vier der Münzen, daran festhalten, an dem Vertrauen. November. Verspieltheit. Um romantische Gefühle zurückzuerobern, erlaube deinem jugendlichen Spirit vor Vergnügen zu strahlen. Das sieht nach einer Menge Spaß aus. Acht der Stäbe, Kommunikation. Und der Dezember? Flitterwochen. Genieße die Ekstase eurer festlichen Zeit zusammen. Also wenn das jetzt mal nicht vielversprechend ist für das Jahr 2019. Ritter der Stäbe, Knabe der Stäbe, das ist zielgerichtet fokussiert, wahrscheinlich auf deinen Partner oder deine Partnerin. Yippie-yay. So, dann gucken wir noch das Pentagramm in Sachen Liebe. Da kommst du her, da gehst du hin, das liegt dir nicht, das liegt dir mehr und das ist dein großes Ziel. So, schauen wir mal.
Wo kommst du her? Aus irgendetwas, was nicht so schön war. Da willst du hin oder da gehst du hin. Du machst dich auf zu neuen Ufern. Du versuchst andere Dinge zu entdecken. Dann haben wir das liegt dir. Obsession liegt dir. Und nein, das liegt dir nicht. Das liegt dir. Die 10 der Münzen. Also das fällt dir schwer. Obsession fällt dir schwer. Sicherheit aufzubauen fällt dir nicht schwer. Das ist dein großes Ziel. Königin der Stäbe, das könnte ein Feuerzeichen sein, aber eben auch die Leidenschaft. Lieber Fisch, das ist eine tolle Aussicht. Das sieht richtig gut aus für die Liebe. Natürlich gibt es immer Höhen und Tiefen und es ist ja auch, wäre ja auch langweilig, wenn es anders wäre. Und wir haben eine Karte, die ganz wichtig ist, die Orakelkarte Selbstwert. Wisse, dass es dir zusteht, auf jede Weise Gutes zu empfangen. Das ist die Karte für dein ganzes Jahr 2019. Lieber Fisch, mach was draus, genieße die Liebe, ja, und es sieht alles hervorragend aus und lass dich nicht unterkriegen. Ich wünsche dir alles Gute, bis bald, tschüss.